Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AniWLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Verwunschene Reich abgeschlossen. Dann haben wir gesehen, wie Ventus jemanden gesehen hat, der jemand anderen gesehen hat, was? Der hier hingeflogen ist. Und ja, ich habe die ersten 10 Minuten schon aufgenommen gehabt, aber sobald ich in den nächsten Kampf kam, habe ich nichts abgezogen beim Gegner. Das war ein bisschen nervig. Deswegen habe ich jetzt so offscreen 3 Level-Ups gemacht und ja, dementsprechend ein paar Sachen aufgelevelt. Wir werden ein bisschen Kommandofusion betreiben, damit ich hier ein paar neue Sachen lerne. Wie zum Beispiel Feuerschlag und Feuer. Okay. Dann gucken wir mal. Wie können wir die Lebenspunkte betreffen? Wie wäre es damit zum Beispiel? Vitalität, das ist nicht schlecht. Damit kriegen wir, glaube ich, mehr AP. Schwertfall und Eisklinge, perfekt. Und wir holen uns noch mal ein Lunakristall, keine Ahnung. Heilkunde. Dann nehmen wir 2 Vitas. Kann aus Vitra, aber ich habe gerade kein aufzulevelndes Vita. Da fand ich ein bisschen doof hier. Ich kann immer die untere Hälfte nicht lesen. Das ist bei meinem Fernseher so komisch. Deswegen muss ich immer auf meine Aufnahme gucken. Kraftkristall, Zeitkristall, Nachleitzeit am besten. Magie hast, ausgezeichnet. Da kann ich auch schon nehmen, obwohl er nicht voll aufgelevelt ist. Ist ja egal. Nochmal Zeitkristall am besten. Magie hast, ausgezeichnet. Damit tut Vita sich sehr viel schneller hier aufladen. So, damit haben wir ein paar neue Sachen hier. Perfekt, genau 4 Sachen. Nitra darf ich nicht so oft treffen lassen. Feuerer, Eisklinge und Antigravra, ob das hier nützlich sein wird. Was haben wir neue für Fähigkeiten ja bekommen? Vitalität. LP zusätzlich. 50 und 55, okay, 5. Oh, Magias. Mehrfaches Anlegen verkürzt die Zeit zusätzlich. Ist sehr gut, dann können wir nämlich Vita öfter einsetzen. Also gezeichnet. So, gekauft und so habe ich nichts extra, also ja. Ich habe ein anderes Multifokus-Kommando reingenommen, weil meins schon voll hochgelevelt war, glaube ich. Ja, Gefrierpunkt habe ich jetzt genommen. Und ja, dann gehen wir mal rein und gucken, was es hier auf sich hat. Habe ich mein Schlüsselschwert gewechselt? Ich glaube nicht. Ich hatte nämlich vorher dieses Schlüsselschwert genommen, was wir letztens bekommen haben. Das ist meine Magie ein bisschen erhöht. Allerdings hat das nicht sehr viel gebracht. Wenn ich euch gefallen hat, vielleicht könnt ihr ein Like, ein Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Das wäre sehr toll von euch und würde uns auch allen helfen. Dankeschön. Alright. What did you mean about Terra being a different person? Exactly what I said, idiot. The Terra you know will be gone forever. That's the stupidest thing I've ever heard. Stupid or true? A keyblade? Oh my god, what das her? Wenn wir nie erfahren. Good. Let's see what you're made of. Hoffentlich wird das jetzt besser. Ich habe 3 Level-Ups jetzt. Ich habe 2-mal Angriffskraft, glaube ich, bekommen. Und dann noch einmal Verteidigung und einmal Magiekraft. Das ist nämlich vorhin versucht habe, gegen den zu kämpfen. Ich habe den nichts abgezogen. Ich habe den das absolute Minimum abgezogen. Das hat ein bisschen genervt. Und ich habe jetzt das Magie ausgelegene Schwert ausgerüstet. Ja, komm mal her. Aua. Gotcha. Immer noch verwirrt ab. Er darf einfach nicht wahr sein, ey. Was ist das? Okay, hör auf damit. Ich wollte eigentlich ein bisschen Schaden noch reinpacken. Der Kampf geht noch weiter. Er wird jetzt immer mit so wenig HP abgezogen bekommen, noch anfangen, wenn ich verliere. Da finde ich doof. That really all you got? Man, you are worthless. I'd be going against the master's orders, but so what? As far as I'm concerned, your job here is done. Ich
explodiert. Oh, Staub aufgelöst. Don't worry, you're safe. Ja, ein schlechtes Gefühl bei diesem Kampf. Muss schon ein ganz schön schlimmer Knabe sein, wenn Mickey dich so anschimpft. Okay, mit Mickey an unserer Seite. Jetzt schaffen wir den. Obwohl ich mal an, wie bunt mein Schlüsselschwert ist. Mickeys Schlüsselschwert ist sowas von Disney. Aber dieser Angriff, der geht mir auf meine Nerven. Auf damit. Ja, mein Angriff zieht natürlich voll wenig ab. Boah, wie schnell jetzt Feuer hier aufgeladen ist. Aber mit dem Angriff, der geht mir auf den Nerven. Feuerbrunst. Feuerbrunst. Kämpfe sind ganz schön actiongeladener hier in dem Spiel. Wenn ich von denen Angriff getroffen werde. Was? Ich hatte doch noch fast alle AP. Und Mickey schlitzt ihn da im Hintergrund auf. Wie kannst du das wagen? Ich hatte dann noch fast alle AP. Ich wurde von jedem einzelnen Ding getroffen. Ich weiß, aber trotzdem ist auch voll. Hey. Ah, ich wollte mein Mult funktionieren einsetzen. Ich glaube, nach einer festen Anzahl von Schlägen tut er immer weggehen, aber ich weiß jetzt nicht welche. 1, 2, 3. 1. Nee, ich glaube zufällig ist das, ne? Ah. Oh, ich bin trotzdem getroffen. Ah, ich wurde nicht getroffen. Ich habe keinen Bock, dich immer wieder anzugehen, auch damit. So ein cringy Angriff, ey. Oha. Ja. Okay, weg damit. Warum auf mich? Ah. Mal auf damit. Er tut mich one-shotten. Oh, ich hatte das die ganze Zeit, okay. Too slow, too slow. Pathetic. Nein, ich kann kein. Oh, da klappt sogar, was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kämpfe seinen ganzen Licht. Ach, naja. Frisst Licht. The most Disney attack ever. Ah, komm her. Aua. Ah, komm her. Und frisst die Eiskriege. Frisst mich doch. So, sehr gut. Zwei Sachen, die ich gerne haben möchte. Danke. Oh, der Kampf war schwer. Oh Mann. Gibt's doch einfach nicht.
krass aufgestanden. You win. Consider yourself on probation. Probation for what? Thanks for before. I owe you. The name's Ventus. What's yours? I'm Mickey. I see you've got a keyblade. Yup. I've been training under the great Young Sid. He found out the worlds are in trouble, and I sort of took off without telling him. Well, that makes both of us. I ran off too. All I have to do is think it, and the Star Shard will take me anywhere I want to go. At least I thought it would. I haven't quite got the fine points down, like when or where. It just kind of kicks in whenever it wants to. But I wouldn't have met you if you hadn't brought me here. You know, it might not be an accident. Maybe it starts working because it's reacting to something. Hmm? Oh, nee. Stell dir mal vor, du hast irgendwie ein Auto, irgendwie das fährt irgendwie nur hin, wo es will. Ja, voll nervig. Da ist eine Welt. Geh mal dahin. Sportsmann. Oh, sehr gut. Zum Mickey einen Dimensionslink herstellen. Boy. Wollen wir direkt machen, hallo? Und sagen wir, nehmen wieder ein anderes Schlüsselschwert, weil das ist irgendwie nicht so. Das bringt es nicht so. Naja, wir haben wieder einen Platz mehr. Oh. Feuersturmlauf. Na, das habe ich vergessen reinzunehmen. Obwohl, ich hatte ja nichts zum Aufleveln da, deswegen. Wandelfusion. Was habe ich hier neu? Nein, Schwarzwein habe ich. Boah. Mal ausrüsten. Ich finde irgendwie, wir können voll niedrig springen bisher. Ja, der Part konnte ein bisschen lange dauern, ja, weil ich wieder die ganze Welt hier in einen zusammenfasse. Das Radiant Garden, oh, kennen wir doch. Weil ich will alle Welten immer in einen Part reinpacken. Und ja. Diese eine Welt hier, die wir gerade gemacht haben, die ich jetzt nicht in einem Part oder so machen. Radiant Garden. Welt mit der epischsten Musik von allen. Ernsthaft. In jedem Spiel. Was geht? Was ist Mickey? Mickey? Maus? Tut mir übrigens leid, wenn ich ein bisschen heiser klinge oder so. Weiß ich nicht. Ich habe in letzter Zeit viel zu viel aufgenommen. Weil ich einige Projekte hier aus dem Weg räumen will. Und ja. Es kommen noch so viele Projekte hier in diesem Monat raus, die ich Let's Playen will. Und da muss ich endlich mal ein paar Sachen hier erledigen. Sonst wird das hier nichts. Ich will mal weniger als 3 Projekte haben. Deswegen tut mir auch leid, wenn ich hier manchmal so ein bisschen durchwasche, aber ich will das Projekt hier so schnell wie möglich erledigen. Also so am Durchwaschen zu werden, nicht. Ich tue halt die Parts ein bisschen länger machen. Also damit müsst ihr schon so ein bisschen leben. Die ein bisschen länger als vielleicht 30 Minuten sein könnten. Aber seit Kingdom Hearts 2 will ich hier immer. Oh, das sind Gegner. Mal eine Welt pro Part machen, dann ist er doch ein bisschen übersichtlicher, finde ich. So, und ich werde jetzt jeden Gegner mitnehmen, damit wir auch verdammt noch mal eine Chance haben gegen die Bosse. Weil ich die Aufnahme vorhin gestartet habe, habe ich nichts gegen den Typen ausgerichtet. Habe ein absolutes Minimum abgezogen, was ich abziehen konnte. Oh nee, nicht die Viecher.
weit in Luft, okay. Lange nicht mal Arzt für Zitat eingesetzt. Und nicht aufzugeben. Aber diese Viecher da hinten sind richtig nervig. Die kann man nur von hinten angreifen. Jetzt explodieren die voll. So, die Musik, die kennt man doch, ne? Das ist halt nochmal Cherso die Not oder so. Das ist überhaupt eine Sprache. Italienisch oder so? Einige Lieder haben italienischen Namen. Besonders die von den ganzen Bossgegnern. Also Kingdom Hearts Bossgegner, nicht die Disney-Gegner. Und später haben die alle italienischen Namen, glaube ich. Vielleicht sagt ja auch italienisch. Scherzo di Not. Sollte man nicht mal googeln. Also die Notte oder so, und da ist eine Truhe. Hallo, Sprung von denen sieht so komisch aus. So, hier ist übrigens das, ich sag mal, Hollow Bastion Thema, meiner Meinung nach am besten gelungen. Da findet ihr auch Winterlied. Das Kampfthema von diesem Lied am besten in diesem Spiel. Hört so majestätisch an. Ja, ich kann es mal warten, wenn wir bessere Angriffe und so was alles haben. Ich sollte bedingt einsetzen, ey. Ich vergesse halt immer. Ich muss mal auch auf Level die Dinger. Also müssen wir nicht, aber auch nicht schlecht. Wäre ja nicht auszugehen, aufleveln. Fesselschlag. Das ist eine Dingens, ne. Sticker, ja, diesmal sind ein Sticker, genau. Nicht so wie im zweiten Teil, wo Puzzleteile waren, aber ich die immer Sticker genannt habe. So, komme ich da dran mit Sportfreund? Ja, ne. Ich will auch gar nicht dadurch. Lass mich in Ruhe. Ja, mein D-Link läuft hier wieder ab, ohne dass ich irgendwas zu reißen schaffe und so. Geil. Also wenigstens Level ab von dem Teil. Ja. Blöd wie ich, ne? Kaum kommt man jetzt nahe, kommen die raus. Ja, das Spiel hat sehr viele nervige Gegner, fällt mir ein. Bei normalen Gegnern. Ja, kann man stehen. Die Kraft. Ich warte mit dir auch. Ja, jetzt wird er größer. Das Blöde ist, die werden dann unbesiegbar, wenn man die maximal aufbläst. Oder wird man jetzt sehen, ja. Hi. Ja. Die rollen die ganze Zeit auf einen los, bis die explodieren. Und das bin ich voll nervig. Wir geben keine Erfahrungspunkte, das ist alles Fixe. Ja, wir haben den Link hier zu Ende und trotzdem nicht aufgelevelt. Das war super. Irgendwann Fähigkeiten, wo man das schnell auffüllen kann. Ich glaube, ja, gibt so ein Schlüsselschwert dafür. Später wird alles viel einfacher. Ja, aufleveln der Fähigkeiten. Fähigkeiten lernen und so wird alles viel einfacher irgendwann. Freut mich schon drauf. Oh, nee. Jawohl. Ja, Sturm auf Level 3, sehr gut.
Und 3 ist meistens am Maximum, also das wahrscheinlich am Maximum sein. Halt einen Moment mal. Ich gerade mal einen. Ich glaube, der levelt das nicht auf, ne? Nö. Das hier, das bekommt man, kann die nämlich nur aufnehmen, wenn man das davor ja ausgerüstet hat. Super. Und ja, ich glaube, gelbe, das levelt auf, wenn man Geld einsammelt. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ich müsste jetzt schon mal langsam hier Ding aufleveln. Da tut sich nichts. Und ich meine, das ist nicht ausgerüstet und das ist auch nicht wahr. So, das wird bestimmt über 30 Minuten. Speicherpunkt, ich glaube, da ist auch noch was da oben. Ich glaube, bei dem Link tut sich nicht. Ich glaube, da oben war auch ein Sticker irgendwo, aber egal. Ah, nee, hier kommt das hier, glaube ich. Weiß ich nicht. Schon lange her. Ich glaube, 2 Jahre, dass das Spiel rausgekommen ist. Die beiden kennen wir auch. Hold on. The castle is presently closed. But somebody just came this way. He's a friend of mine. We aren't aware of any visitors. Now run along home, boy, before the monsters get you. I could have sworn it was him. Huh? They're here. Radiant Garden shall not fall under the lights of you. Yes. Leave this to me. Ist die Axt von dem Putzsäcke. But you're just a child. Now, who do you think will defend the castle if you two go skipping off? But den kann man auch. Boy. Never you worry about him. He's a special case. A what? Evan is right. Lord and castle come first. The boy will have to fend for himself. Which reminds me, his lordship was asking for you. A heart devoid of darkness, stripped clean of it at that. Very questionable. Boy, why is that not? Ja. Da sind die ganzen Jemande, glaube ich. Somebodies heißen die. Aber Jemande in Deutsch, oder? Der Organisation 13 Mitglieder. Die heißen alle, deren Namen sind alles Anagramme, nur ohne ein X im Name. Ostwurf. Gegner? Gegner. Gegner! Ja. Ich glaube, das ist kein Level abgekommen. Au, au, au. Ja, und ich trotz Kopf merke gerade, soll aufpassen. Kann man nicht so einen Luxus leisten wie im zweiten Teil. Ich glaube, wenn die Gegnerherden reinrennen kann, wird mir was passieren kann oder ich mich danach heilen kann. Stimmt, ich habe aber noch keine Fähigkeit, die mich schützt, wenn ich mich heile. Oh, Sportsball, Level 2. Ich weiß gar nicht. Je höher man das Level, desto höher springt man. Ist das hier so? Hat keine Auswirkung. Hi. Mach noch euch platt und dann immer das einfolgen. Attacke und Abwehr ausgezeichnet. Noch mehr. Anna. Den ja. Mal, dreht er sich um. Komm ich, ich glaube, da komme ich hin, oder? Nee. Nö. Nein. Okay, haben wir noch Gegner? Nein, von unten noch Gegner. Ja. So ein Speicherpunkt verschwindet. Ich glaube, die Krise. Ich bin gebrezelt. Ah. Was ist zum Lauf? Du kriegst den Diamantenstaub ab.
Da ist noch einer. Ich klinge. Jetzt Maximum und unser D-Link ist voll ausgezeichnet. Ja, Heilkunde haben wir, yay. Feuersturmlauf und Eisklinge. Kann ich daraus irgendwas machen? Eisklinge und Vitra. Glücksklinge, ja. Was haben wir noch hier? Eisklinge, Frostwurf und Fesselschlag. Aber warte jetzt, da war voll, ne? Ja, war schon voll. Wird schon voll gewesen sein. Wenn ich dann sterbe ich halt. Uah. Ja, mach mal. Weil wir jetzt schon so 40 Minuten wahrscheinlich, aber ist egal. Ja. Oh. Oh mein. Was zum Teufel? Ich wollte Fokus mal einsetzen, aber. Ja. Mal, ich hilf mir irgendwas. Ich bin ein Level-Up-Teil. Ja. Der Angriff ist nicht gut. Ja. Angriff bringt es nicht. Ja, verdammt nochmal ein Level-Up hier. Das ist doch zufällig abhängig, oder? Oh, hier weg. Ja, noch mal weiter. Und sagen, was er wollte, aber ich mache das hier alles in einem Part, diese Welt. Ach, oh dear, dear. Back off, you fiend. You'll not make it fine, my man. Look out! Aye, I will. Was? Hold on. Wait a moment, laddie. Don't I even get a chance to repair you? Oh, you don't have to. Now just hold your horses. I didn't mean the fortune. Maybe a little bit older for a small token. Leute könnten sterben. Well, could you make it fast? I know. I've just the thing in my hat. Hmm? Come here. You can tell me, lad, you came here from another world, didn't you? Don't worry, my bill is sealed. Your secret's safe with me. I'm not be asking you any awkward questions. You see, 'tis the same with me. I asked a wizard named Merlin to bring me here from another world. After all, adventure is the mother of industry, eh? Eh? Great. That all? Ach, but I'm holding you up, lad, eh? Here, these are lifetime passes to Disney Town. You'll have buckets of fun there, or my name is not Scrooge McDuck. There you are. Enough for you and two grown-ups. Huh. Da sind Aqua und Terra erwachsen. Können wir die mitnehmen? Haben wir aber wieder ein bisschen gespoilert. Verdammt.